Mein Vater war ein Diktator in seinem Weg, für das Gute. Verstehe, er brauchte Mitarbeiter. Ich war ein, wusste ich verstehen, ja? Weil ich in der Kindheit und während den Jahren, wo ich in New York war und dann wir die Entdeckung entwickelte, habe ich alle Phänomene gesehen, ja? Ich glaubte an meinen Vater und seine Arbeit, ja? Und er hatte sehr wenige, hat einen Vergleich gehabt. Ich bin wie ein Jetpilot, das war ganz neu. Und ich fliege über die Landschaft und schaue mir das Neue an. Und dann sind Leute, die hängen sozusagen an für eine Weile und dann fallen sie ab. Und dann sind neue, die hängen an und dann können sie nicht mehr. Das war seine Erfahrung von Mitarbeitern. Jahrelang, in allen Phasen seines Lebens. Ich war eben mit ihm sehr tief verbunden, indem ich sein ganzes Leben kannte. Irgendwie war ich schuldig, dass ich, wenn ich nicht mit... Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wir waren beide bereit, Soldaten zu sein. Und weil es war nicht ein Krieg gegen das Leben, es war ein Krieg für das Leben. Und wir verteidigen das, was gut und wirklich und wichtig ist. Ich war überzeugt von der Wahrheit dieser Dinge. Also man musste mich nicht überzeugen, ich wusste, ich habe es erfahren, ja.